nach mehr als einem Jahr werde ich jetzt meinen Kanal wieder, ja, ich will den Kanal zurückführen, weg vom 12-monatigen sinnlosen Zombie-Thema. Die Zombie-Seuche, ich glaube, die wird nie wieder ganz weggehen. Die wird uns noch viele, viele Jahre begleiten. Und es gibt genug Material zu dem Thema auf anderen Kanälen. Die sind gut recherchiert, teilweise erster Hand, Breitschuster.de oder andere. Es macht keinen Sinn mehr, Leute informieren zu wollen, aufklären zu wollen. Jeder muss tun, was er denkt, sich impfen lassen oder es auch nicht tun, Angst vor der Seuche haben oder auch nicht. Sicherlich fallen täglich Tausende auf den Straßen um, aber nicht durch die Zombie-Seuche. Es gibt genug Themen, die mich 2021 beschäftigen werden. Und da ist das Zombie-Thema eigentlich eines, das ich mittlerweile ad acta gelegt habe. Was werde ich tun dieses Jahr? Ich habe zum einen vor, mehr Augenmerk auf den Garten zu legen, ein Bewässerungssystem zu installieren. Habt ihr vielleicht auch schon im Video gesehen, das im Urban Gardening ist. Ja, ich werde mich mit Hydrokultur beschäftigen, um die Produktivität auch auf Flächen zu schaffen, die kein Erdreich haben. Ich werde zu dem Thema Bienen was bringen, das wurde ja gewünscht. Und zwar werde ich das so machen, dass ich übers Jahr die einzelnen Arbeiten an Bienen zeige, auch erwähne, was wichtig ist. Aber trotzdem rate ich jedem, Imkervereins beizutreten und sich da nochmal fachkundige Unterstützung zu holen. Denn nur von ein paar YouTube-Videos oder aus Büchern, da kann man sich das Thema schwer erschließen. Ja, ich werde auch noch zurückkommen zu den alten Themen. Ich werde wieder Vorräte anlegen, besprechen. Denn ich glaube, das ist etwas, was in Zukunft leider vonnöten sein wird. Es wird auf jeden Fall nicht billiger für uns mit dieser Zombie-Seuche. Die Preise gehen jetzt schon in die Höhe. Merklich. Im Food-Bereich noch nicht so sehr, im Non-Food-Bereich schon ziemlich. Ja, also tut man gut daran, sich ein bisschen Vorrat anzulegen, um in Zukunft vielleicht ein bisschen zu sparen, oder sollten die Lieferketten weiter einbrechen, mehr Vorräte zu Hause zu haben. Das Thema Blackout, da gibt es auch schon sehr gute YouTube-Kanäle dafür. Das wird mich auch nochmal beschäftigen, zumindest ein bisschen. Wie gesagt, andere beleuchten das schon seit Jahren. Jeder hat gesagt, passiert eh nicht. Man sieht, was momentan in Kalifornien und anderorts so alles los ist. Wie lange die Leute schon ohne Strom leben müssen. Durch die vielen E-Autos wird unser Netz zunehmend mehr belastet. Man muss eins bedenken, das Netz ist schon, ich will nicht sagen Jahrhunderte alt, aber hat schon 50, 60 Jahre auf dem Buckel. Es ist kaum nachgerüstet worden. Es werden solche E-Tankstellen an alte Leitungen angeschlossen. Und das wird auf Dauer nicht gut gehen. Das sagt jeder. Aber naja, es wird geflissentlich ignoriert. Wobei der Umweltschutz hier ja eigentlich, ja, was schützt man? Dann erzeugt man diesen Strom halt woanders, entweder im Kohlekraftwerk, in der Müllverbrennungsdeponie, in einem Kernkraftwerk. Irgendwo wird er ja zu den Autos hingeliefert. Und das noch dazu mit einem Übertragungsverlust. Ob sich das rechnet, da hat man auch noch rausgekriegt, dass die E-Autos gar nicht so toll sind, weil die Feinstaubbelastung durch Abrieb trotzdem gegeben ist. Man wird sehen. Mir sind die Dinger zu teuer. Wer noch keine Gruppe gefunden hat, der sich anschließen kann, oder angeschlossen hat für so Krisenzeiten, sollte jetzt versuchen, selbst was zu organisieren. Gemeinschaften, in denen man Fertigkeiten und Waren tauscht. Also kein Geld verdient im steuerlichen Sinne, sondern wirklich, ja, sich freundschaftlich untereinander hilft. Auch das wird in der kommenden Zeit ein wichtiges Thema sein.
sich gegenseitig zu helfen. Wir haben eh mit einem Werteverfall in der Gesellschaft zu kämpfen. Steuert ihm entgegen, setzt ihm etwas entgegen. Werdet nicht so gleichgültig wie viele. Ich werde auch wieder mehr rausgehen, jetzt im Frühjahr, im Sommer, um euch zu zeigen, welche Pflanzen ihr für euer Auskommen nutzen könnt, was Sinn macht, was nicht, was man damit tun kann. Die ersten Pflanzen werden jetzt bald kommen, im März. Zwar nicht in rauen Mengen, aber immerhin für ein gewisses Zubrot kann man sorgen. Vielleicht schaffe ich es auch dieses Jahr, ein, zwei, vielleicht auch ein paar Mal mehr, mit einem Freund oder mit Freunden rauszugehen und ja, ein paar Übernachtungen draußen freien zu machen, in der Natur zu machen, weg von dieser ganzen Zombie-Seuchen-Geschichte. Ja, straffes Programm, das ich für dieses Jahr geplant habe, das gebe ich auch zu. Aber ich versuche so viel wie möglich mitzufilmen. Schneiden und so weiter kostet mich natürlich viel Zeit. Ich weiß nicht, wie viel ich dann tatsächlich bringe. Aber wie gesagt, die versprochenen Themen, die werde ich bringen. Wer sich fragt, wo man Wasser herbekommen kann, wenn keines mehr aus der Leitung kommt, auf Spielplätzen sind öfter solche Handpumpen zu sehen. Es ist zwar offiziell kein Trinkwasser, aber das kommt dem schon sehr nahe. Eines ist noch wichtig, haltet euch breit gefächert auf dem Laufenden. Das Zombie-Seuchen-Thema hat viele andere Themen in den Hintergrund rücken lassen. Da werden Entscheidungen getroffen, da passieren Dinge, über die kaum mehr berichtet wird. Und ich als Prepper sehe das schon als Problem an, weil man erfährt dann eigentlich nicht mehr alles, um die Lage zu beurteilen. Also bleibt dran. Neben den offiziellen Medien gibt es ja genug Möglichkeiten, sich zu informieren, sofern YouTube nicht wieder irgendwelche Infos löscht. Aus welchen Gründen auch immer, ich war ja auch schon davon betroffen, ist auch mit ein Grund, warum ich sage, wozu soll ich mir das antun und über die Zombie-Seuche berichten. Meine Infos, die ich aus erster Hand hatte, ich arbeite an einem Klinikum, die hat man gesperrt. Ja, so nach dem Motto, ich lüge. Ja gut, okay, dann lassen wir es halt sein. Jeder soll sich selbst eine Meinung bilden und das Hirn einschalten. Ja, zurück zum eigentlichen Thema. Nämlich Krisenvorsorge, Prepping. Was kann man tun? Was sollte man tun? Man sollte auf jeden Fall anfangen damit. Wenn ihr euch umschaut, die Situation wird nicht einfacher. Der Staat sagt immer, die Tests sind kostenlos, die Masken kriegt man für einen geringen Preis. Ich habe ja auch 12 Stück gekriegt für umgerechnet 6 Euro. Super günstig, habe ich auch genommen. Aber letztendlich muss es irgendjemand zahlen. Und wer wird es zahlen? Die Steuerzahler werden es zahlen. Die Kleinen, die kriegen nur wenig Geld oder gar keins. Die Hilfen bleiben aus. Aber die großen Hilfen an Lufthansa etc., die hat man schon bezahlt, klar. Aber auch die wird der Steuerzahler zahlen müssen. Also wir zahlen dann für den Urlaub halt doppelt. Einmal über die Steuer und einmal bei der Buchung. Ist halt so. In meiner Familie haben wir das Glück, dass fast jeder in einem systemrelevanten Beruf tätig ist. Also uns geht es nicht schlecht. Auch nicht schlechter als vor der Corona-Krise. Vielen anderen leider, denen geht es echt schlecht. Die sind am Existenzminimum. Und ja, wenn die früher angefangen hätten, darüber nachzudenken und etwas zu tun, dann könnten sie sich jetzt wenigstens ein Butterbrot für ihre Kinder leisten. Denn viele können das nicht mehr, ihr werdet lachen. Die können nicht mal mehr für sich und für ihre Kinder was zu essen kaufen. Zu den Tafeln zu gehen, das geht ohne Bezugsschein auch nicht so einfach. Offene Suppenküchen gibt es kaum noch. Ja, die Verzweiflung macht sich breit.